Ja, Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin heute wieder unterwegs und zwar geht es auf Forellen. Und ihr dürft mir dabei heute sprichwörtlich über die Schulter gucken. Viel Spaß beim Zuschauen. Oh ja, erster Fisch. Und es ist ein Döbel, natürlich. Natürlich ist es keine Forelle. Logisch, wäre ja auch zu schön, um wahr zu sein. Ja, ich habe sie da schon rumcruisen sehen. Ich dachte es mir schon fast. Ist einer noch von den kleineren? Na, komm her. Zip, 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 zip. Okay. Nächster Fisch. Ah, wieder ein Döbel, natürlich. Wieder auf dem schwarzen Wullibagger geht irgendwie immer das Ding. Komm her. Oh, ein bisschen größer als gedacht. Darf dann auch gleich wieder zurück. Ah, oh, ja. Was ist es? Sieht aus wie eine Forelle, ist auf jeden Fall kein Döbel. Ja, Regenbogener Forelle. Ein bisschen müde, der Junge. Wow, 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 wow. Ah, nein, 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 nein. Kämpft mal wie eine Bachforelle irgendwie. Bockt mehr so rum. Zack. Boah, größer als gedacht. Weiß nicht, ob man sie sieht. Schönes Teil. Zack. Oh ja. Ah, was kleines, quirliges. Ah, kleine Regenbogner. Oh ne, das ist eine Bachforelle. Upsa, habe ich mich aber vermacht. Darf wieder zurück. Ja, zack. Einwandfrei. Ja, ja, sehr schön. Hoppa. Ah, Bachforelle. Wow. Jawohl. Ah, Akro drauf, die gute. Zack. Yes, läuft doch. Nehmen wir mal an, das Wasser ist jetzt wärmer geworden und jetzt werden die Forellen vielleicht doch ein bisschen wacher. Oh, tief gebissen. Ah, ausgestiegen, verdammt. War eine Regenbogner, eine kleine. Ah, was ist es? Bachforelle. Ah, abgegangen und oh, zum Glück im Kescher. Darf auch gleich wieder zurück. Zack. Voila! Unter der Rutenspitze. Oder bis unter der Rutenspitze gekommen. Oh ja. Na, endlich mal eine, die springt. Spannung halten, Spannung halten. Also dafür, dass es so klein ist, verkauft sie sich richtig gut. Regenbogner. Zack. Da sind auf jeden Fall noch mehr Forellen. Ah ja. Dass die hier in dem Flachen sind, in dem tiefen Gumpen, da hätte ich mir eigentlich mehr versprochen. Hier in dem Stadtgebiet, verstehe ich nicht. Und drin ist er. Wunderbar. Einwandfrei. Sehr schön. Gibt's doch nicht, Alter. Alter Verwalter. Geht die ab? Wieso stehen denn da so viele Forellen? Oh, oh shit. Zack. Yes. Na, komm. Was für ein Akrophie. Sehr geil. Also jetzt muss ich noch mal da unten weiter fischen. Weil das habe ich ja komplett ausgelassen. Ich hätte nicht gedacht, dass hier so viele Forellen stehen. Ach,
Scheißwurf. Mann, das sind wieder Nachläufer. Das ist so krass. Die kommt bis ran. Alter, was hier abgeht. Ich weiß nicht, ob man es sieht, aber da kommt einiges immer hinterher. Und jetzt habe ich sie wieder. Na komm her, zack. Jetzt sehe ich auch ein paar Fische steigen. Das gibt's doch nicht, ey. Echt krasser Scheiß. Echt krasser Scheiß. Komm, andere Richtung. Da steigt immer mal wieder ein Fisch. Oh, shit. Bachforelle. Oh nein. Oh. Shit. Was ist das? Bachforelle. Zack. Oh. Was ist das? Saibling oder was? Oh krass, ein Saibling. Shit. Ich weiß nicht, ob man sieht. Schöner Saibling. Da wieder zurück. Was geht hier heute ab? Ah, oh, der Fisch geht ab. Scheiße. Gleich back to back. Was ist es? Ich schätze mal Bachforelle. Bachforelle, jawohl. Schön gezeichnet. Ja, komm. Na, rein mit dir. Oh, die ist schon ein bisschen besser. Schöne Bachforelle. Hab sie rumcruisen sehen, ist gleich draufgeballert. Das gibt's doch nicht, Alter. Was ist hier ein Fisch? Ich glaube, hier angelt nie eine Sau im Stadtgebiet. Anders kann ich mir das nicht erklären. Das ist so krass. Bachforelle, würde ich sagen. Na mein Gott, komm rein, jawohl. Oh, ja. Kurzer Prozess. Wunderbar. Schöne Bachforelle geht zurück. Zack. Urban Spot. Ja. Gleich mal ein bisschen rausziehen aus dem Pool. Damit die anderen Forellen nicht verschreckt werden. Zack.
Ich würde sagen, das ist ein kleiner Huchen. Oh, zum Glück schon abgehakt. Krass, mein erster Huchen. Ich weiß nicht, ob man sehen kann. Setze ihn gleich mal wieder zurück. Geil. Da schwimmt er. Noch nie gefangen, mein erster Huchen. Es geht hier ab heute, ey. Das ist einer dieser Tage, wo, keine Ahnung, wo es einfach läuft. Boom, Bachforelle. Bin auf dem Weg zurück zum Auto, weil ich nochmal den Abschnitt wechseln möchte, aber ich muss jetzt hier nochmal an der Stelle fischen. Vielleicht kommt ja nochmal der ein oder andere Bonusfisch bei rum. Das ist einfach zu gut hier. Keine Ahnung, warum wir wie gestapelt stehen. Das ist echt krass. Und da ist schon wieder gleich die nächste, ey. Das ist so krass, ey. Das ist so eigenartig. Dort, wo ich sie vermute, dass sie stehen, stehen sie nicht. Und dort stehen sie alle. Was ist das? Ein Rainy. Wahnsinn, ey. Geil. Ich beim Fliege lösen. Komm, bitte geh ab, ey. Jawohl. Und jetzt sieht man da auch gleich, warum hier so viele Fische stehen. Es ist tiefer als gedacht und arschkalt. Und viel Struktur im Wasser. Von Weitem sieht das so flach aus. Ah. Bachforelle. Zack. Ah, abgegangen, scheiße. Oh ja. Bachforelle, oder? Bachforelle. Zack. Ah, wunderbar. Oh ja. Noch eine Bachforelle. Oh, ist ein bisschen eingedreht, die gute. Boom. Naja. Kloppt, ey. Das ist noch ein Huchen. Ein Huchen. Krasse Scheiße. Zwei Huchen. Krasse Scheiße, ey. Zwei Huchen an einem Tag. Keine Riesen, aber neue Fischspezies für mich. Immer wieder faszinierend, dass solche fängig aussehenden Stellen die wenigsten bis gar keine Fische bringen. Das ist echt krass. Ja, nachdem es weiter stromauf nicht so richtig gut gelaufen ist und ich auch nicht so ein gutes Gefühl hatte, bin ich jetzt wieder hier unten im Stadtgebiet mehr. Habe jetzt die Kombo mal kurz gewechselt. Ist jetzt auch eine 6er-Route, allerdings mit einer Schwimmschnur, weil das Wasser ist doch schon ziemlich flach und ich glaube, damit gelingt mir noch eine etwas delikatere Präsentation als mit der Sinktipp. Ich probiere das mal aus. Schauen wir mal. Gibt's doch nicht. Puh. Alter. Gibt's doch nicht. Nachläufer auf Nachläufer. Ja.
Komm schon, beiß doch mal zu. Was geht hier ab, ey? Na komm. Gibt's doch nicht, ey. Ja, wieder am gelobten Spot angekommen. Bin mal gespannt, wie jetzt die Schwimmschnur im Vergleich zur Sinktipp performt. Ob das irgendwie einen Unterschied macht. Positiv oder negativ. Je nachdem. Wir sind auf jeden Fall schon mal Forellen am Steigen. Da war auch schon der erste Biss. Lässt sich auf jeden Fall delikater ablegen, ganz klar. Aber bisher hatte ich nur, bis auf den Biss jetzt gerade nur Nachläufer. Sinkt die vielleicht doch besser? Ja, jetzt. Wunderbar. Ja. Was haben wir? Bachforelle. Zack. Wunderbar. Wieso beißt er denn nicht? Ah ja. Ich habe den Biss gar nicht gespürt. Ich habe einfach reingehauen. Einfach mal auf Verdacht. Rainy. Bachforelle. Ja, komm her. Zack. Wunderbar. Voilà. Also Schwimmschnur produziert auf jeden Fall mehr Nachläufer, finde ich. Irgendwie läuft dann die Flieger zu nah an der Oberfläche und die kommen zwar hinterher, aber wollen sie irgendwie nicht nehmen. Keine Ahnung warum. Irgendwie läuft die Fliege zu flach oder keine Ahnung. So, nochmal ganz fix am Auto gewesen. Nochmal die Route mit der Sinktipp geholt. Einfach mal Probe auf Exempel, ob das einen Unterschied macht. Ich bin gespannt. Aber vielleicht hat auch die Aktivität der Forellen generell nachgelassen. Kann natürlich auch sein jetzt. Ne? Aber gucken wir mal. Ah ja. Na? Kleine, feiste Rainy. Zack. Zack. Ist noch mal eine gebissen. Leider nicht auf den Record-Button gedrückt. Na, na komm her. Ja, ich bin ziemlich sicher, die Sinktipp macht den Unterschied. Ah, jawohl. Ah, abgegangen. Verdammt, ich bin zu hart rangenommen. Leute, ein doch erfolgreicher Angeltag geht zu Ende. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht beim Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Tschüss.